Heute befinden wir uns in einem Wald. Es ist schon mega kalt. Und ja, war dumm der Spruch, ich weiß. Und wir haben hier ein Pflegeheim gefunden. Das wird es wohl nicht sein. Nee, das ist mal der erste Raum. Ey, guck mal hier. Kim, schau das mal an hier. Boah. Eine Dusche oder was? Das sieht aber alt aus, aber nobel, ne? Ja. Transportabel. Ist das Plastik? Ja. Ja, das hätten die sehr nett hergetragen, ne? Aber alles voller Müll hier. Das vermeintliche Pflegeheim. Aber das kennen wir ja überall, sagen wir Müll, an den ganzen Lost Places. Ja, heute bei dem schönen Wetter haben wir uns gedacht, gehen wir auf Lost Place Tour. Wir haben 3 oder sogar 4 Locations angepeilt und sind jetzt bei Nummer 1. Und die gibt es auf jeden Fall schon mal. Kim, ich weiß noch, ob wir hier lang gehen wollen. Guck mal, oder? Ist da ein Weg bei dir? Ja. Ja, dann gehen wir da lang. Okay. Folgen einfach mal der Kim. Wie sie so galant durch den Wald schleicht. Auf der Suche nach kaputten Gebäuden. Hier haben wir schon Gebäude. Was hier ganz sonderbar ist. Wir sind hier gerade angekommen, haben unser Auto an einem Feldweg geparkt. Hier gibt es keine Zugangsstraßen. Also auch nicht von hinten, glaube ich. Also hier sieht man auch hier keine Straßen. Es ist wirklich mitten im Wald, wo nichts dafür spricht, dass da irgendwo Straßen sind. Wo gehen wir zuerst hin? Entscheide du. Egal. Wo willst du denn zuerst hin? Da. Da rein? Ja, aber wir müssen ja dann wieder vor. Okay. Auf jeden Fall ist das Dach schon weg, ja, wie man hier sieht. Ne? Ja. Aber guck mal, wie es runterhängt. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen krass. Ja. Wollen wir reingehen? Nee. Oder? Oder ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell und leise. Weil die Decke hängt ja auch schon durch. Ah, hast du mal oben geguckt, da gibt es kein Dach. Ja, eben. Also da ist es weg. Ja, aber das Dach ist auf den ersten Stock geflogen. Hier sind auf jeden Fall Toiletten. Oder wir gehen mal nach oben und gucken, wo wir woanders reinkommen. Ja. Oder? Ja. Also irgendwie. Klar, ist blöd, warum soll es genau jetzt runterfallen, aber manchmal ist das Karma blöd zu einem. Ist auch nochmal so ein Feuchtraum. Toilette. So, Kim ist weg. Da. Upsa. Da war auf jeden Fall immer noch irgendwie ein Gebäude. Aber wie man sieht, sieht man nur noch die Grundmauern. Ich frage mich trotzdem immer noch, wie sind die hierher gekommen? An die Frau. Ich habe es noch nicht verstanden. Ist ganz schön groß. Ganz schön groß. Ist das nur das? Das ist ja. Klar. Wie sind denn die hierher gekommen? Die sind da nirgendwo. Eine Straße. Da am Haus lang oder hier rechts? Der Rest geht wie so ein Trampelpfad lang. Guck mal. Siehst du das? Ja. Puh. Immer höher das Gestrüpp. Au, 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 und da waren irgendwelche Nadeln drin, pass auf. Hier ist irgendwie kein Weg mehr. Doch. Echt? Hm? Geht's? Mir hat es schon wieder im Knie erwischt. In mein linkes Knie hat sich irgendwas reingebohrt. Irgendein Dorn. Ich würde sagen, hier so, oder? Mhm. Weil da wird es immer dichter. Da. Ja. Und da ist, ich weiß nicht, ob das eine Türe ist, aber das ist auf jeden Fall kein Weg. Also das, war es offen? Das Dach geht noch, ne? Naja, das hat schon Löcher. Ja, aber das sind gute, solide Dachziegel. Ich weiß nicht, ob es auf dem Anfang auch Dachziegel gewesen sind, aber auf jeden Fall waren die
schon weg. Da habe ich schon nasse Füße bekommen. Aber egal. Haben wir die Wanderschuhe an. Was sind das? Das ist ein Baum, der hat auch Dornen dran. Guck mal. Ja. Was für Riesendorn. Puh. Der beschützt den Lostbläs. Für die Pilzfans von euch. Alles voller Pilze. Ja. Dieses Jahr ist, glaube ich, für alle Pilzsammler. Wir haben da leider gar keine Ahnung. Wir essen gerne Pilze, aber die sind schon fertig. Die müssen wir noch putzen und dann anbraten. Aber für alle Pilzfans ist, glaube ich, dieses Jahr echt ein schönes Pilzjahr. Meinst du? Warum flüsterst denn du? Weil wir hier im Wald nicht alleine sind. Meinst du? Das ist nochmal ein anderes Gebäude da hinten, siehst du das? Ja. Dahinter. Alles gut. Ich bin froh, wenn ich für dich der Prellbock sein kann, wenn du stolperst. Das ist ziemlich hoch, ey. Die Decken auch ziemlich hoch. Das sieht aus wie ein Saal, Kim. Der Raum sieht eher aus wie ein Saal. Das ist riesig. Also hier kümmert sich auf jeden Fall niemand drum, um das Gebäude. Hier kann man einfach hinfahren, sich das mal anschauen. Aber so richtig reingehen in das Hauptgebäude, würde ich, glaube ich, niemandem empfehlen. Zimmer? Hier auf der Seite waren dann die Gemeinschaftsraum und Küche und sowas. Das kann sein, dass die hier gewohnt haben, in diesem ruhigen, langen Gebäude. Sieht man noch einen Stromanschluss? Das sieht man noch. Ziemlich langes Gebäude, wenn man hier mal schaut. Ist das nicht so ein ganz kurzes Gebäude, sondern es geht nach da hinten auch noch. Wir sind so quasi in der Mitte vom Gebäude. Die Türen aus Holz, natürlich alles, was Glas gewesen ist, rausgeschlagen, auch oben. Oben kann man ein bisschen erkennen, das ist so milchiges Glas gewesen. Ja, nicht so durchsichtiges. Die Decke macht, glaube ich, einen guten Eindruck. Wow. Wenn nicht erwartet, solche langen Gänge. Wow. Guck dir das mal an, wie lang der Gang ist. Schöner langer Gang. Der einen Seite. Und auch die andere Seite. Krass. Wie lang die Gänge sind. Keine Ahnung, ob es hier noch ein anderes Stockwerk gibt. Nee? Ist, nee? Ein Stockwerk? Mhm. Also unten kein Keller, meine ich jetzt. Das oben drauf, habe ich mir gedacht. Hier war dann
Weil unten das ist, wäre Toilette, oder? Weißt du nicht? Oder was? Was denkst du? Hm. Ja, na klar, da unten ist ja der Abfluss da oder sowas. Das wird Toilette gewesen sein. Hm? Haken dran? Ja, machen wir einen Haken dran. Hier nochmal, es waren Frauen, Männer wahrscheinlich getrennt, oder? War das? Das war schon Toiletten, ne? Oder? Keine Ahnung. Da waren also zwei Anschlüsse dran. Eine Dusche vielleicht? Oder Duschen, eigentlich sitzt er eher so in der Dusche. Ne? Hier oben könnte auch das Wasser rausgekommen sein. Ja. Stimmt, ich dachte, das wären jetzt Toiletten. Und du hast recht, das wird dann jedes Mal so ein Ding gewesen sein. Die hatten eine Toilette und haben dann hier drinnen gewohnt. Das war ein Zimmer, stimmt. Ja. Du hast recht. Das sind alle Zimmer, so da drüben auch. Das sind ja auch Nummern. Ja, die sind alle gleich. Das hier auch, genau. Da war dann so ein kleiner Vorhang dran. Jetzt so, und dann sind wir hier, da ist unser langen Gang. Und was war das? Das könnten vielleicht dann die Wartezimmer gewesen sein. Da stehen aber auch nochmal dran. 38, 39, aber hier war ein Fenster dran. Ja, da kann einer wohnen. Ja. Das sind richtig Pressspanplatten. So als Verkleidung. Ja. Oh, guck mal die Decke an. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das sieht doch eher aus, wie wenn man jetzt in ein Krankenhaus reingeht, oder wo, wo man eine Anmeldung hat zum Beispiel. Oder ein Arztsprechzimmer. Oder ein Arztsprechzimmer, ja. Mit Fenster auf jeden Fall. Oh, da kommt die Decke ganz schön runter. Aber hier sieht es damit auch aus wie Toiletten. Das sind doch schon Toiletten hier. Ja. Wenn natürlich keine Toiletten mehr drin sind. Selbst oben die Spülkästen sind abmontiert. Hier steht noch so ein Bürstenhalter. Und hier waren wahrscheinlich auch die Dusche mit drin. Vielleicht fürs Personal. Das kann ja auch sein, dass die sich dann hier duschen durften. Hast du die Decke gesehen, ne, Jana? Ja. Puh. Ja, ich meine, die sind alle Zimmer da hinten, ne? Scheiße, guck durch die Decke an. Die brauchen nicht mehr lang, auf jeden Fall. Nee. Da mal mit dem Besen dagegen haut, kommen die runter. Wollen wir einfach mal schnell durchlaufen? Da hinten sieht es ja noch gut aus, finde ich. Na los. Anders. Oh. Küche oder Waschsaal oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ob das ein Waschbecken, also Waschbecken sind es auf jeden Fall, ob das so eine Art Küche gewesen ist dann. Oder das weiß man nicht. Die Zimmer an sich sind immer alle gleich aufgebaut. Mit Toilette an der Seite. Und hier kommt wieder so ein Eingang und Ausgang. Ja. Guck dir mal die Türen an. Hier ist ein bisschen mehr Glas oben drin. Hier sieht man mal, wie das Glas dann damals beschaffen war. Da kommt man doch. Trotzdem kam Licht rein, aber man konnte nicht reinschauen, auch nicht rausschauen. Eine schöne, solide Holztür. Schön. Auf der anderen Seite wieder dann ging es dann auch los. Okay. Ja, ist nochmal ein Eingang. Das ist vielleicht ein anderes Gebäude noch. Sieht man nochmal den Gang, ey. Guckt euch das an, wie lang der Gang ist. Und Kim, ihr Gesicht komplett mit drin. Dann geh doch mal weg. Wie soll weggehen? Ich glaube, der Film muss nicht weggehen. Seht ihr das? Wahnsinn. Ein langer Megagang. Cool. Das alleine ist jeden Lost Place wert. Wahnsinn. Wir sind noch nicht am Ende vom Gang. So, auch die Zimmer, wenn man hier nochmal reinschaut. Man sieht, dass es halt wieder genau gleich ist. Man sieht hier die Dusche, Toilette, Toilette und Dusche, ich weiß nicht, ob da alles drin war. Und natürlich in das Zimmer. Relativ geräumig. Kabelkanal hatten wahrscheinlich auch schon was, wo wir das Internet hatten hier. Der Kabelkanal, gut, ist aus Kunststoff. Sieht noch relativ gut aus, aber Kunststoff zersetzt sich auch nicht. Was ist denn? Die Lampe? Die Decke hängt runter und eine uralte Lampe noch drin. Ja. Krass.
Puh. Hilfe. Meine? Nee. Alte, neue? Ja. Alte? Ja. Nee, alte sind immer schon. Neue Fußabdrücke werden blöd. Ja. Hier ist ein richtiges Linoleum von da hin. Ja. Sieht das Band. Richtiges Linoleum noch. Das wird wahrscheinlich noch das gewesen sein, so wie es früher hier aussah, ja. So, jetzt machen wir nochmal einen richtigen Gangschwenk. Und zwar mal den kompletten Gang. Wow. Ich hoffe, das sieht man überhaupt von der GoPro aus. Von hier aus kann man auf jeden Fall sehen, wenn da jemand noch drin ist, der von links nach rechts läuft. So, die Treppe sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Ist wieder Dorn dran, ja. Pass auf, da ist ein Dorn dran. Also ich glaube, hier war es das. Hier hinten ist nichts mehr. Hier ist überall der Wald. Es riecht auch nach Wald. Und jetzt gehen wir hier raus an dem... Oh, jetzt doch ein Keller, guck mal, Kim. Kim stöhnt schon. Hä? Aber ich frage mich, wo war denn der Zugang? Da ging dann nirgendwo was runter oder hoch. Aber hier? Nee, auch nicht. Hä? Es gibt auf jeden Fall einen Keller, aber wir wissen gar nicht, von wo aus das reingeht. Vielleicht am Anfang vom Haus. Schauen wir mal. Hier sieht man mal schön, wie der Decke nach unten gekommen ist. Das war der Raum, den ich vor uns gefilmt hatte von innen. Sieht man schön, wie dann die Decke da runterkommt. Ja. Wollen wir über das Gebäude gehen oder außen lang? Ein großes Loch. Naja, so tief ist es nicht. Aber es ist ein Loch, ein Schacht. Flugzeug gewohnt. Das Haus doch noch nicht, das Haus. Das Haus wieder durch? Ja. Ja. Ich glaube, da ist auch nichts mehr, ne? Ne. Das dürften tatsächlich schon die Gebäude gewesen sein. Mehr Gebäude wird es, glaube ich, gar nicht geben. Komm. Wir wollen aber davor, oder? Hier war auch ein Linoleum, aber hier sieht es anders aus. So gelbes Linoleum. Hier ist tatsächlich schon kaputt gemacht worden, die Dusche. Und hier sieht man, wie die ganze Tapete runtergekommen ist. Die löst sich natürlich dann bei den Witterungsbedingungen. Hier ist die Decke kaputt, ich muss schnell vorbei. So. Wir gehen jetzt mal ans andere Ende vom Haus. Hm? Ja, das ist eine neue. Das PVC wieder. Ja, das ist der Eingangsbereich oder sowas. Das mit einmal andere Belege hier. Das
sind die Steinfliesen. Ja. Was? Ja. Ja, ich will mal vorne gucken noch. Hier sind die Toiletten. Ein sehr, sehr langes Haus. Wenn das, so wie wir gelesen haben, ein Pflegeheim gewesen sein soll, dann waren hier auf jeden Fall auch eine ganze Menge Leute untergebracht. Ja, hier brauchen wir aber nicht mehr weitergehen, hier ist ja alles schon kaputt, ne? Ja. Dann gehen wir hier raus, jetzt würde ich sagen, oder? Ja. Spinnenfüße, guck mal, da waren ganz lange Spinnenfüße. Nicht? Das sind keine langen Spinnenfüße. Kim hat mega Schiss vor Spinnen. Das war natürlich keine Spinnenfüße. Das könnte sogar der Haupteingang gewesen sein. Guck mal. Das sieht ja wirklich. Oh ja, mit Säulen. Schön aus. Mhm. Ja, mit Säulen. Stimmt. Cool. Hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob das Gebäude nochmal von hier aus sieht, von außen. Aber. Ziemlich lang. Sehr lang. Auf jeden Fall sehr lang. Das Setz hat sich auf jeden Fall nicht wieder verbunden gehabt. Ich habe das Setz die ganze Zeit im Ohr, aber irgendwie hoffen wir mal, dass ich. Hä? Was, dein Headset hat sich verbunden? Nee. War am Anfang verbunden, jetzt ist es nicht verbunden. Ich hoffe, dass das trotzdem von der GoPro sehr gut aufgenommen hat, vom Ton her. Na? Das war da drin, aber mal weg gewesen, wo wir dann ohne Kamera rein sind, weißt du? Okay. Und dachte, das verbindet sich wieder automatisch. Hat es eigentlich auch. Aber testen wir mal die GoPro 13 Qualität vom Headset. So, das war es aber auch schon. Also hier dürfte gar nichts mehr groß kommen. Da haben wir weiter vorne noch mehr gesehen. Okay. Ich mich wundere mich immer noch, wie man hier in den Keller reinkommt. Oh, gut, da wird jetzt nicht so spektakulär sein, der Keller. Okay. Kim sagt, da müsste noch mehr sein. Unmittelbar in der Nähe von den Pflegeheimhäusern ist noch ein Gebäude. Jetzt haben wir noch keine Ahnung, ob das mit dazugehört oder ob das extra ist. Auch wieder mitten im Wald und auch wieder mit keiner Zugangsstraße. Also hier gibt es keinen Weg. Auch von damals, ich meine, wenn so ein Weg betoniert oder auch geteert gewesen wäre, müsste man den ja immer noch sehen. Aber man sieht hier nirgends einen Zugang. Das sieht eher aus wie, als wenn dann hier was drunter stand vielleicht. Okay, war das die Garage oder so? Für die Mitarbeiter, Kim? Oder? Vorne ist auch schon alles runtergekommen. Hier stand auch mal was. Ein Metallgerüst. Ein Zelt oder irgendwas, vielleicht ein Pavillon. Und hier war dann, man weiß es nicht. Hatte auf jeden Fall einen Stromeingang auch. Aber der Stromkasten dran. Meinst du? Das ist ja wie im Park, ja, war noch, ja. Dass sie hier vielleicht Feste gefeiert haben. Ja, guck mal, das hat schöne, das mit den Blumen da. Schöne Blümchen angemalt. Dass du vielleicht hier so kleine Feste oder Musikabende oder sowas hier verbracht haben. Wenn es mal geregnet hat. Dann haben wir dann auch das und hatten das hier überdacht. Okay. Aber ich glaube, das dürfte es jetzt gewesen sein. Das ist ohne Bahnstrecke. Ja, stimmt. Und schon Blaulicht. Das ist sogar ein Bügel, guck mal. Ja. Ein rundes Teil noch. Hm. Ich würde trotzdem noch weiter vorgehen. Durch den Wald, oder? Ja. Guck mal, da sind noch mehr Metallstangen dort.
Das sah mal aus wie ein Sitzen, Alter, irgendwo. So ein Überzug. Mhm. Wo dann bloß noch das. Ach, hier die Federn noch, genau. Ja. Das war mal ein Stuhl. Und hier ist jetzt nochmal ein ganz langes Metallgestell. Und hier ist was sogar in den Boden eingelassen. Also hier ist was richtig fest. Ja. Da war vielleicht hier der Weg damals. Das sieht schon hier aus, als wenn hier, guck mal. Hier sind so Randsteine. Dann war hier vielleicht doch mal ein Weg. Aber der ist jetzt schon so zugewachsen, dass man wirklich den Weg nicht mehr erkennt. Ja. Aber auch das Rohr, warum? Hat man dann, wenn das ein Fußweg war, dann hier ein Rohr reingemacht? Das läuft dann hier ab. Ja. Wasser? Nee, das ist. Ja, nicht. Ne. Ich denke eher so eine Markierung, so ein Ende von irgendwas. Vielleicht war da, ging danach das Beet los. Man weiß es nicht. Mhm. So, Kim möchte noch mal weiter gucken, aber hier ist wirklich alles sehr dicht. Sehr Wald. Aber wo wir vorhin mit dem Auto hier vorbeigefahren sind, hat Kim noch was gesehen gehabt. Und da gucken wir mal, ob es da eventuell noch ein, zwei mehr Gebäude gibt. Kim hat mit ihren Adleraugen noch mehr gesehen gehabt in dem kleinen Waldstück. Und sie hat auch recht gehabt. Hier ist aber immer noch mal ein Gebäude. Aber da ist noch ein großes dahinter, Kim. Siehst du das? Krass. Weiß auch nicht. Aua. Oh. Scheiß Stachelzeug immer hier. Au. Viel mehr Stacheln. Oh, große Stacheln. Häng fest. Au. Ich kann nicht. Oh, danke. Komm mit. Okay. Bist du? Ja. Hier ist noch mehr so Zeug. Oh yeah. Und die Dornen werden größer, pass auf. Hier ist eine richtige Dorn dran. Sie haben hier Fallen hingebaut. Wenn hier Leute wie wir kommen, dass wir uns überall verletzen. Hier ist ein Gitter dran. Das waren ja vielleicht mal Tiere drin. Aber ich denke immer noch, warum steht das hier so allein im Wald? Ist ja idyllisch, ist ja schön. Aber das kann da auch irgendwo anders idyllisch stehen. Hier gibt es keine Zufahrtsstraßen. Und somit auch kein rein und rauskommen. Was war das für ein Raum mit diesem Gitter, was nicht bis hoch geht? Irgendwie ist oben noch eine Lücke. Aber vielleicht kann das schon irgendwie was für Tiere gewesen sein. Hier, da war auf jeden Fall was für Tiere. Hier oben haben sie Vögel draufgesetzt. Eine Eule. Keine Ahnung was. Krass. Kim. Und hier ist dann tatsächlich noch ein ganz großes Gebäude. Hat aber kein Dach mehr. Oh, oh. Das war ein Ziegelbau. Der Putz ist größtenteils schon weg. Auch hier, ich sehe nirgends so eine Zufahrtsstraße oder einen Weg. Wenn hier Menschen, egal was getan haben, die müssen doch mal irgendwie Sachen hergefahren haben, hergebracht haben. Wieso ist da nirgendwo eine Straße? Ich verstehe es nicht. Oder ein Waldweg. Hier ist alles so bewachsen, hier kann man sich nicht vorstellen, dass er mal irgendwann ein Weg gewesen sein sollte. Sieht das hier gestapelt aus oder ist das alles nur runtergefallen? Nee, das ist alles runtergefallen, ne? Ja, auf jeden Fall gibt es einen Keller. Schönes Gebäude. Das sieht man mal, das Mauerwerk hält noch, ne? Alles, was das Holz ist, hier ist eine ganze Etage runtergekommen, wo Holz war wahrscheinlich. Aber alles, was Mauerwerk ist, steht noch wie eine 1. Der Putz ist ab, ja. Oh, pass auf. Wir treten ihn hier, Fallen. Also nachts würde ich hier nicht herkommen. Wenn meine Taschenlampe gerade ausleuchtet, ist man mal ein, zwei Meter unten und hat sich vielleicht noch irgendwas gebrochen. So, ich leuchte jetzt mal in den Keller, weil ich glaube, wir werden nicht in dieses Haus reingehen. Kim, kannst du mir die Taschenlampe bitte mal rausholen?
Fensterrahmen. Aber ich wollte gerade sagen entkernt, aber du hast recht, da ist noch Fensterrahmen drin und da sind keine mehr drin. Jetzt gucken wir mal mit euch in den Keller. Und das brauchen wir gar nicht runtergehen, sondern sehen das von hier aus. Okay. Will ich gar nichts zu sagen, keine Ahnung. Ich habe da Müll drin. Aber. Keine Ahnung, ob das wirklich mit dazugehört hat oder ob das alles separat war irgendwie. Auf jeden Fall gab es einen Keller und zwei Etagen. Da ist eine Tür, aber ihr seht schon, der Boden ist weg. Der Boden ist weg. Dann gehen wir mal hinter das Haus. Ziehen wir mal den Gang im Keller. Also ich glaube, die Decke hält. Ich glaube, hier kommt auch nichts runter. Also können wir mal kurz reingehen. Natürlich wird da der ganze Müll abgeladen. Da waren so kleine Regale drin. Und ansonsten Müll. Krass, dass das Rohr ja einfach runterkommt. Ey. Kohlenkeller. Hat jemand ein Feuer gemacht? Oh, hier geht's eine Treppe hoch. Hier ist das Treppenhaus quasi von dem Gebäude. Ich weiß, ich sag, ich gehe da nicht rein und gehe dann doch rein. Lampe hängt noch dran. Hier hat jemand auf jeden Fall auch ein Feuer gemacht. Da sind die Fliesen noch dran, krass. Scheiße. Falls wir noch nicht gesagt haben, macht sowas nicht nach. Erstmal ist es nicht erlaubt. Und zweitens ist es auch gefährlich. Das ist dasselbe Linoleum, das gleiche Linoleum wie vorhin in den anderen Gebäuden. Also ich glaube schon, dass es zusammengehört. Ist ja dasselbe Waldstück. Also irgendwie wird es zusammengehört. Dieser Wald ist irgendwie sehr, sehr sonderbar. Jetzt gibt es ja noch ein kleines Gebäude. Das dürfte auch das letzte auch sein. Wir sind einfach mal kreuz und quer durch den Wald gelaufen. Hier gibt es keinen einzigen Weg. Also hier ist wirklich nichts offiziell, wo jetzt hier Leute wandern gehen oder spazieren gehen. Und tatsächlich ist hier mitten im Wald nochmal ein kleines Gebäude oder der Rest von einem kleinen Gebäude. Hier war der Spülkasten. Und das geteerte Dach ist auf jeden Fall schon runtergekommen. Obwohl es echt eigentlich massiv wirkt, ne? Den ganzen großen Stein. Ja, wir versuchen mal zu recherchieren. Auch wenn wir normalerweise nicht recherchieren, versuchen wir hier mal zu recherchieren. Das aussieht wie unser Auto. Jetzt ist gerade unser Auto an uns vorbeigefahren. Ja, puh. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Bange. Kommen wir jemals wieder raus? Blair Witch Project. Es wird dunkel. Kim, hier waren wir schon. Ciao. Wir fühlen uns schon wie Otto. Einen habe ich noch. Wir haben tatsächlich noch ein Gebäude gefunden. Wir wollten eigentlich nur noch aus dem Wald rausgehen. Und
haben jetzt noch das Heizhaus gefunden. Schaut mal, hier ist ein Schornstein. Oben fliegt ein Vogel. Und die haben die bestimmt die Wärme erzeugt für dieses, da ist noch ein Haus. Ich weiß nicht, ob das ein Gebäude jetzt ist, wo wir schon waren, Kim. Da ist noch ein Haus. Ob das, das ist auch ein anderes Gebäude, oder? Ich hab keine Ahnung. Alter, das Wäldchen sieht mini, mini klein aus. Aber tatsächlich steht da überall irgendwas. Da hängen Marienkäfer drin. Einige, zwei Stück. So. Oh Mann, Augen zu. Das riecht auf jeden Fall nach Lost Place. Das ist für mich der Lost Place Geruch, oder? Ja. Habe ich in den anderen Gebäuden nicht so erlebt. Nee. Das ist nur tatsächlich in dem Heizhaus. Schöne Tonne da unten. Schöne Tonne. Das sind noch so Wellplatten. Ich weiß nicht, ob das Asbest war. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Wellasbest. Hier mal ein Lichtschalter dran. Oder eine Klingel. Da konnte man den Heizhausmann wachklingeln. Oh, was ist denn das hier buntes alles? Das sind alles Deckel von Flaschen. Das sind alles Plastikflaschen. Krass. Die denn her? Die sind richtig platt gemacht. Maschendrahtzaun. Mhm. Maschendrahtzaun in the morning. So, Kim geht vor. Ich folge ihr. Wie immer bei uns auf unseren Touren. Auf Schritt und Tritt. Weil sonst geht's los. Der Efeu auf dem Boden. Wisst ihr, was das Schönste ist an diesem ersten Lost Place? Dass wir alleine sind. Keine Menschenseele zu sehen. Geht dann leider hoch, ja. Unten und dann nochmal bis ganz hoch. Hätte ich ja schon Bock, da mal hochzugehen, aber so wie das Gebäude aussieht, wüsste man nicht, wie stabil die noch ist. Auf jeden Fall, dann ist sicherlich eine gute Aussicht, aber die Bäume sind trotzdem noch höher. Also sollten wir auch nicht viel sehen. Wir gucken nachher, ob wir mit der Drohne drüber fliegen können. Aber es kann auch sein, dass wir heute Abend noch hier in den Wald sind, weil wir alle zwei Minuten irgendein anderes Gebäude finden. Ich weiß nicht, ob die GoPro das ist einfängt. Da vorne ist dann das Gebäude, wo wir dachten, da haben die Partys gefeiert. Und etwas weiter da hinten gibt es noch mal eins, ein Gebäude. Hier ging irgendwas lang. Ja, Stromleitung oder keine Ahnung, was das war. Rohre, ja. Das sind alles Betonpfosten hier. Ja. Die gehen nachher weiter. Und da waren zwei solche, keine Ahnung, Starkstromkabel, Rohre. Also Rohre, weiß nicht, müssen wir da so Betondinger da bauen? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Wer es weiß, kann es uns mitteilen. Oder ist doch einfach egal. Ich denke, es ist einfach egal. Oh, Kim hängt. Soll ich dir was helfen? Sie konnte sich aus der Bärenfalle befreien. Die Tiere machen ja auch ein paar Geräusche. Was ist das hier drauf? Ja. Da ist ein Keller. Das Gebäude hat einen Keller. Au, Knie, rechtes Knie, zerstochen. Das ist ein Blumsklo. Eben, das ist ein Blumsklo. Das ist ein Blumsklo. Da ist ein Blumsklo. Verehrte Freunde, das ist ein Blumsklo. Oder so ein, ja, schon so ein Blumsklo, ne? Da hat man irgendwann das frei leer geschöpft von der Schöpfkelle. Das waren, glaube ich, die Kabeldiebe, oder? Die Restklasse. Aber hier unten war da ein Keller. Wie kommt man denn hier in den Keller? Ach, das war dann vielleicht, dass man das unten rausnehmen konnte. Da geht's rechts rum auf die Geländeleiter. Nochmal ein Blumsklo. Hallo. Das ist sogar noch, ja, das ist auch nochmal ein Blumsklo hier. Und hier können wir wahrscheinlich reinpullern oder so.
Und vielleicht war da in der Raum einfach nur, dass dann da die Fäkalien gelagert wurden und jemand das dann da irgendwann an der Seite rausnehmen konnte. Aber wir haben immer noch keine Zufahrtsstraßen, Wege, irgendwas gesehen, was hier früher mal dafür gesorgt hat, dass Lebensmittel angebracht wurden. Noch ein Gebäude. Hä? Nö, also ich sage jetzt auch nicht mal, dass das letzte Gebäude ist. Das ist ja, keine Ahnung, das ist ein Millionengebäude. Ich glaube nur die Drohne, das wird es gar nicht einfangen nachher. Aber ja, ist ja noch ein Gebäude, ne? Das sieht ja aus wie ein Stall. Ah, oh Mann, so wie Spinnenweben im Gesicht, ey. Oder auch kein Stall, nee. Es war einfach auch ein Raum, der irgendwas gemacht hat. Oh, da ist ja ein Gitter dran. Wurden da die starken Medikamente gelagert oder war das hier das Gefängnis, wenn sich jemand nicht benommen hat? Das ist ein Gitter am Fenster. Ja, oder halt, ich habe gesagt, die haben das Morphium hier gelagert oder sowas. Oder die haben das Morphium hier gelagert. Ach so. Oder Waffen. Wenn nee, jemand im Wald überfallen will. Kein Stein. Ja, es gibt noch ein Gebäude. Krasse Nummer. Auf jeden Fall, wenn es ein Pflegeheim gibt, da hinten ist noch ein Haus. Kim. Also wenn das ein Pflegeheim gewesen ist, dann ganz schön groß als organisiert mit mega viel Gebäuden. Wahrscheinlich war das damals dann auch, ja, die haben ja alleine gelebt und Tag. Dann kam vielleicht einmal die Woche Lieferung, Essen und Trinken und der Rest wurde alles ja dann einfach gelagert. Dann konnte man hier leben, hat ein eigenes Heizwerk gehabt, Stromanschluss, Wasser und dann haben die hier gewohnt. Hier sieht es aus, wenn es mal wie in einem Keller runtergeht oder in einem Bunker oder was. Und hier ist auch noch mal ein kleines Mini-Gebäude mit einem Fliegengitter dran, was auch schon bessere Tage erlebt hat. Natürlich auch schon sehr zusammengefallen hier. Das sieht wirklich aus wie so ein Kohlenbunker oder irgendwas, oder? Wer weiß. Nee, das ist gar nichts, aber hier sind Löcher. Noch ein Haus. Und drunter ist irgendwas. Und das ist noch ein Haus. Da hinten ist noch ein Haus. Gehen wir über das Feld lang, oder? Ja. Gras wird immer tiefer. Und ja. Sehr böse. Also hier, wie man sieht, wir laufen ja gerade lang. Es ist alles nur Wiese, Wiese, Wiese. Wenn die jetzt hochstehen würde, wäre es auch krass. Und hier unten ist mit einmal ein Loch und ein großer Schacht. Schon mal reinleuchten. Dankeschön. Da liegt irgendein Holz, haben die da reingeschmissen. Hier sind ein Steigbügel drin. Das war dann hier die Abwasserleitung. Der Schacht quasi. Ja, krass. Wer weiß, was hier alles noch auf uns lauert. Gucken auf jeden Fall mehr nach unten, weil überall Löcher sein könnten. Also, wenn hier irgendjemand hinfahren sollte, fahrt bitte nicht nachts hier lang, weil dann kann man schnell mal weg sein. Was ist denn das hier? Das ist ein richtiger großer Schacht. Gerade sagen wir es noch. Und es wird einmal ein Boden im Loch. Puh. Was ist mir das? Richtig weit runter. Weiß nicht, ob denn hier Wasser drin war oder Trinkwasser oder da liegt noch eine Leuchtstoffröhre. Oh Mann, ey. Alt wird. Ah, hier war auf jeden Fall eine Maschine drauf. Das war so ein großer Maschinenraum. Hier stand mal irgendwas drauf. Was dann auf jeden Fall auch dafür da war mit hier. Vielleicht ein Generator. Hier ist nochmal sowas wie ein Löschteich. Also nicht Teich, sondern ein Becken, ganz tiefes. Mehrere, mit Leitungen dann. Also hier war, glaube ich, das Wasser irgendwie. Kim. Hier sind so große Becken. Und entweder war hier die Forellenzucht oder hier war das Trinkwasser drin oder Abwasser. Man weiß es nicht.
Da hinten läuft jemand lang, Richtung unser Auto. Hinten. Man in Red. Aha. Siehst du das? Und da stand auf jeden Fall irgendeine Maschine drauf. Das sind die Dinger und hier sind so richtig schön tiefe, was immer das mal war. Hä? Wie bitte? Die Dachrinne. Ja. Ja. Kleine, die geschossen. Ja. Also nicht von Land, nicht natürlich. Meinst du? Nee. Geschossene Löcher. Hier ist eine Treppe tatsächlich. Das erste Mal, dass wir irgendwie im Freien hier sowas wie einen Weg erkennen. Das ist eine kleine Treppe. Die ist schon zugewachsen. Aber die ging hier mal lang. Cool. Putz war relativ grob. Wenn man das mal anschaut, sind echt riesengroße Steine mit drin. Irgendwie, ja. Hier war dann das Fenster drin, das ist nach Glas, was hier liegt. Was denn? Da ist eine Mauer. Ja, das da waren wir ja. Das war auch das Haus, ne? Ja, das ist mal gerade lang gelaufen. Da vorne ist ein Tor. An dem Haus, an dem. Tor? Hier. Eine Tür? Das war bestimmt mal ein Tor. Ja. Cool. Na gut. Da lang, übers Feld, ja. Den Weg lang? Ja. Gut. Oh, hier ist noch alles nass. Es ist relativ warm eigentlich auf den herbstlichen Tag heute. Aber der Nacht war es natürlich kalt. So, das Fazit. Kim, was sagst du? Cool. Cool, also viel zu sehen, schön. Gerade die der Wohnbereich und so war richtig cool. Hätten wir jetzt gar nicht so erwartet. Also ich fand die Vielfalt, also so viele Gebäude in dem kleinen Waldstück. Ja. Fliegen wie gesagt mit der Drohne jetzt nochmal drüber. Und dann werdet ihr nochmal sehen, wie groß das Waldstück ist. Oder ihr werdet es wahrscheinlich schon am Anfang gesehen haben. Und was sich da alles drin befindet, cool. Tschüss! Macht's gut!